Wirfst du dieses Teil auch immer in den Müll? In diesem Video zeige ich dir, warum du das auf gar keinen Fall machen solltest. Denn wenn du Öl kaufst und dann den Deckel öffnest, hast du meistens noch dieses kleine Teil unter dem Deckel, welches die Ölflasche komplett verschließt. Dieses machst du dann sicherlich auch ab und schmeißt es danach in den Müll, oder? Doch das ist der falsche Weg, denn dieses Teil hat tatsächlich einen genialen Sinn und ich zeige dir jetzt hier, was du damit machen kannst. Denn nachdem du das Ganze abgezogen hast, kannst du es für die Ölflasche verwenden. Alles, was du dafür tun musst, ist, dieses kleine Teil wieder in die Ölflasche hereinzudrücken. Und zwar nimmst du dafür dieses kleine Teil, wo jetzt noch mein Finger durchsteckt, drückst es ein wenig zusammen und legst es dann als erstes unten in die Ölflasche. Denn hier kannst du sehen, aktuell hat die Ölflasche eine solche Öffnung. Und genau dort drücken wir jetzt diesen Ring als erstes einmal etwas durch. Dann können wir nämlich die obere Platte von diesem Teil etwas in der Ölflasche platzieren. Und zwar solltest du es so machen, dass es am Ende dann so aussieht. Jetzt haben wir hier nicht mehr eine große Öffnung, sondern nur diese drei kleinen Schlitze, die wir hier sehen können. Und genau dafür ist dieses Teil jetzt nämlich wunderbar geeignet, denn so kannst du es in die Flasche drücken und so auch innerhalb dieser Flasche benutzen. Doch was soll das Ganze jetzt eigentlich genau bringen? Das zeige ich dir jetzt. Denn dadurch hast du die perfekte Dosierung, wenn du Öl benutzen möchtest. Du kannst es jetzt perfekt in die Pfanne kippen, ohne dass hier viel von dem Öl herausläuft und du hast immer die perfekte Menge in der Pfanne. Probiere das Ganze daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus und mach es in Zukunft am besten nur noch so. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du leere Klopapierrollen niemals wegwerfen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.